Und damit willkommen zurück zu Far Cry 6. Ja, es war ein bisschen lange her. Ich muss hier kurz mal ein bisschen leiser machen. Es war ein bisschen lange her, weil erstmal habe ich meinen PC zurückgesetzt. Ihr wisst ja, in der letzten Folge ist das WLAN hier auf einmal ausgegangen. Und ja, deshalb sind jetzt hier auch alle Einstellungen erstmal ein bisschen anders. Wahrscheinlich auch die Filter ein bisschen anders. Und ich musste hier noch ein bisschen neu spielen, weil es ja wegen letzten Mal nicht geladen hat. Egal. Hab alles nachgeholt und wir sind wieder hier. Und jetzt verkacke ich es nicht mehr. Versprech's euch. Okay, ich nehm's zurück. Clara, hilf mir bitte. Achso, das ist ja nicht mehr Clara, das ist ja Espada. Espada ist das. Brauchst mich auch nicht so blöd angucken. Gut, weiter geht's. Moin Leute! Au, Alter! Hier kriegst du dir Miet in die Fresse. Oh, die AK-47, die gefällt mir. Mach das Ding kaputt. Scheiße. Oh, fuck man. Komm, mach kaputt. Mach kaputt! Jawollo! Immer schön das Biogas zerstören. Beim Gas wollen wir ja nicht haben. Okay, von links kommen welche. Ah, wieder solche Vergasungsleute. Ab in die Gaskammer mit euch. Und hier der auch noch. Das war eine Sie. Auf mich zu vergasen. Digga! Espada, bitte komm. Bitte. Ach, Digga, fick die doch, Espada. Ich mach mal einen Cut. So, jetzt sind wir fast beim gleichen Stand wie vorher. Jetzt geht auch die Sonne wieder auf. Das ist geil. Ja, lass mich kurz nachladen. Ich verstehe es immer noch nicht, dass ein Schalldämpfer hier überhitzt. Wie funktioniert das? Macht doch keinen Sinn. Au, au, au. Mach dich ab. Du auch. Da kommt auch noch einer. Du wirst mich nicht vergasen. Was ist mit dem da? Der hebt ab. Ich hebe ab. Oh nee, nicht noch ein Helikopter, Digga. Das fehlt ja noch. Aber ich glaube, der landet nur. Der soll immer landen. Was macht der? Oh. Amateur. Ja, mach ich doch. Was ein Amateur. Au. Au, 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 au. Der macht Schaden. Digga, der hält aber auch viel aus. Und jetzt. Das ist echt ekelhaft, der Boss. Also ich hoffe, es ist ein Boss. Weil wenn das jetzt jedes Mal so ist, dass man einen fucking Helikopter hier wegballern muss, dann ist nervig. Also es gab ja in Far Cry 5 gab es ja auch Helikopters, aber die waren viel einfacher zu killen. Und ich habe keine Muni mehr. Können wir jetzt bitte nach Hause? So viel zu leise. Gehen wir. Ach, Scheiße. Hier lang, na los. Bin dir auf den Fersen. Ich will jetzt nach Hause. So, ich nehme noch den ganzen Stoff hier mit. Mal dich zurück.
Wolf, bleib bei mir, okay? Halten wir. Komm schon. Ja, ja, jetzt beweg dich. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Los! Oh, nee, noch mehr. Nicht auf das Pferd schießen, bitte. Spirit, lauf! Yeah, I wanna take my horse, give me out on road, I'm gonna watch you go, take my horse. Oh, ich kann den Song nicht. Los! Scheiße, Panzer! Hier lang! Hier drüben, unter die Brücke! Kein Problem. Du bist fast tot, Esparta. Das ist doch gut gelaufen. Ja, finde ich auch. Jetzt lauf aber bitte weiter. Ruhig. Oh, Spirit riecht okay. An den Pferdeschwanz. Ich glaub, wir haben sie abgehängt. Schön, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie, 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärbogen. Scheiße. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich schwer zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck rausgemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lang auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugeben würde. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Na geil. Ihr kämpft hier gegen Sklaven. Ist es noch, bis zu deinem Lager? Arbeiter. Also die Leute, die die Sklaven machen. Und wir müssen hier uns rumkämpfen, damit die ehrlich mal uns vertrauen. Ah, nee. Finza Montero. Sie war gerade einfach in der Luft. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Eso! Dale, papá. Ese jefe, claro que sí, cojones. Dale, dale, dale. Oh. Vamos, 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 vamos. Eso! Okay. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani. Von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los! Was zum Teufel bin ich sehen? Erstmal diese komische Third-Person-Ansicht. Das, was eigentlich in gar kein Far Cry-Teil war, gibt's hier irgendwie?
Guerilla-Lager-Einrichtungen. Sprich mit dem Vorarbeiter von der Bauleitung, um Einrichtungen im Guerilla-Lager zu bauen. Bau und verbessere Lagereinrichtungen, um verschiedene Vorteile zu erhalten und verschiedene Spezialisierungen freizuschalten. Und was noch ganz Hallo? Komisch ist für mich... Wir haben das erste Blut vergossen, nicht ich. Wer verdammt ist da? Hör auf damit! Ich leg jetzt auf, Arschloch. Warte. Sag mir nur eins. Erkennst Zuko? Du diese Sprüche wieder? Klar, das ist aus Rambo. Teil 1, oder? Ha, ich wusste es! Du bist es wirklich! Zuko! Was willst du? Ich will, was die da wollen. Was auch jeder andere wollte, der hier rüberging. Sein Blut vergoss und alles gab, was er hatte. Ich will, dass uns unser Vaterland genauso liebt. Es ist wirklich Zuko. Und was genau soll das bedeuten? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Naja, komm zu mir in meine streng geheime Basis. Ich brauche deine Hilfe. Streng geheim, okay. Du verrätst mir nicht, wo sie ist. Ja, gut. Peninsula Ventosa. Beeil dich. Wenn das von Zuko selbst ist, warum nicht? Getroffen. Wie ist es gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Einer von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Gut, kann ich jetzt mal? Was noch fragwürdiger ist, ist dieses komische Haustier hier mit dem gebrochenen Bein. Deswegen rollt es halb. Und irgend so ein komischer Papa, der hier ein Krokodil tötet. Ah, ja, ja, ich weiß ja nicht. Hab ich eigentlich andere... Nee, ich find irgendwie das hier finde ich nicht so schick. Aber okay. Man kann sich, glaube ich, daran gewöhnen. So, okay, es gibt sehr viel auf der Karte. Und hier hinten, ist die Silvio Morello Mission. A.K.A. Zuko. Er ist ein guter Junge. Ja, du bist ein guter Junge. Phillys flauschiger Freund freut sich auf ein fantastisches Festmahl. Sie ist sich einer dieser perfekte kleine Wustern. Ich muss ein köstliches Leckerei finden. Eine Mahlzeit für diesen Hundeprinzen an einem besonderen Tag. Ja, wuff, 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 wuff. Der Feini. Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo. Also, ich habe verstanden, er mag Big Tasties, aber die gibt's hier leider nicht. Ich bin froh, dass Papa dich nicht vergrault hat. Shut the fuck up. Nein, Spaß. Rede. Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu finden. Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleon el Pequeño. Also werden wir beiden mit dem Boot von einem Anleger in Siniestra nach Cayo Villarreal fahren. Wenn wir diesen Singao umlegen, bricht die ganze Operation von José zusammen. Aber das bleibt unter uns, ja? Papa hat schon genug um die Ohren. Wir sehen uns am Boot. Ja, tun wir. Lass mir kurz hier mein Süffchen weglegen. Ja, ich trinke auch meine Aufnahme. Ist was Neues. Boah, können die nicht mehr aufhören. Verlaufen, Tori? Dazu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mir, noch Clara, noch Libertad. Oder den anderen Arschlöchern, die sie geschickt hat. Ich mach dir keinen Vorwurf. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Was weißt du noch? Dass Napoleon el Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das ihr auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenn es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprüher auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Chefe. Schick mir eine Postkarte. Was
ist ein Soziopath. Oh, noch mehr Ziele. Ach nee, das ist diese Hahnkampf-Arena. Nee, da habe ich keinen Bock. Also, die gibt's ja schon sehr viele politische Probleme und so, das hat man ja schon am Anfang gemerkt, aber dieses Hahnkampf-Zeug, nee, also das, da bin ich eher nicht dabei. Gut, aber wo ich dabei bin, sind die Guerilla-Lager-Baupläne, wo ich aber noch nichts bauen kann. Nice. Denn ich will... Wo ist denn das, wo man seinen Wingsuit bekommt? So steht das da irgendwo? Keine Ahnung, wo das... Ich glaube hier. Genau, hier mit dem Wingsuit. Brauchen wir noch ein bisschen was? Warte, was brauchen wir da? Zeig mir nochmal. Benzin brauchen wir. Aber nicht mehr viel. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Das ist die Frage. Erstmal will ich die Mission hier nochmal ein bisschen machen. Lies in die Notiz. Schulrichs Notiz. Schulrichs darf nicht hungrig werden. Okay. Er braucht Krokodilfleisch, schwarze Bohnen und Rosenwasser. Naja, du hast bestimmt immer Hunger, was? Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Das ist ja geil. Okay, kriegen wir einen neuen Kompon. Das wäre cool. Okay, ja, dann lass doch da hinten gehen. Ich meine, da kann man auch direkt eine Schnellreise machen. Jetzt wieder diese First-Person-Sicht. Das ist so ungewohnt. Aber okay. Wir haben bisher nur einen Wagen. Und zwar den 1976er Kaspar Rosa. Müssen wir ihn noch rosa machen? Aber es gibt leider keine rosa Farbe. Das ist schade. So. Ist trotzdem schick. Einmal markieren. Oh, irgendwas habe ich gerade gecrashed. Oh Gott! Die Karre ist sprunghaft. Stimmt, ja, man kann ja auch Fahrzeuge dann halt mitnehmen und dann speichern. Ah. Warte. Hier rum. Was ein Schüttelweg. Und mir ist gerade die Palme auf den Kopf gefallen. Und das war nicht irgendein Spruch, sondern es war wirklich gemeint. Mir ist gerade wirklich die Palme auf den Kopf gefallen. Oh, wie geil. Ruhig atmen. Hier sind Krokodile anscheinend. Da. Ich habe keine Muni mehr. Ich kann ja gleich mal mein Auto holen. Und dann kriege ich ja Muni. Okay, ich habe genug. Ich wette, bei diesem Krokofleisch würde Chorizo ausrasten. Hey, Fili, ich habe Chorizo Krokofleisch besorgt. Fee, riecht wie Espada unter den Achseln, oder? Er wird es lieben. Ist Chorizo nicht ein bisschen klein, um Geschmack an Krokofleisch gefunden zu haben? Das ist eine krasse Geschichte, Ed. Carlos hatte Babykrokodile. Chorizo hat einen von ihnen unter seine Fittiche genommen, wie ein stolzer Papa. Sie haben zusammen gespielt, gefressen, wie eine Familie. Und dann, eines Tages, sehe ich, dass ihm ein kleines Babykrokoschwänzchen aus dem Maul ragt. Gornio. Ja, wenn Chorizo Hunger hat, ist er ein echt räudiger Kollege. Das ist ja witzig. Gut, danke für die Muni. Und du kannst gleich aus meinem Wagen raus. Ja, wer sich nicht halt schnell genug verpissen lässt von meinem Wagen, der wird halt umgebracht. Gut, wir wollen nicht in unseren Wagen, sondern wir wollen zu Chorizo. Ah, ein neuer Guerrero.
Es ist so ungewohnt mit dieser Third-Person-Ansicht. Bitte schön. So hart musste ich noch nie für die Liebe eines Hundes arbeiten. Aber du verdienst das, Perrito. Hast du Castillo gewählt? Das sollte reichen, damit wir Amigos werden, oder? Oder? So komisch sein, wenn man... Wenn das... Also, es ist ein ganz komischer Hund, wenn der Krokodilfleisch braucht. Ist es jetzt mein Hund? Warte mal, Abortiv. Ah, ich muss ihn noch streicheln. Endlich eine echte Heldenreise. Chorizo will mir etwas zeigen. Aber was und wo? Ich sollte ihm folgen, um es herauszufinden. Wow, wo willst du denn hin? Du willst, dass ich... Okay, gut, ich folge dir. Dann zeig mir mal was. Was ist denn hier? Was hast du denn da? Ist das für mich? Jo, was für ein geiler Hund. Muy bien, Perrito. Du schlaue kleine Wurst. Schau, ist halt wirklich wie so eine Wurst. Oh, hier ist wieder Copyright-Musik. Muss gleich mal den Streamer-Mode anmachen. Noch ein Geschenk? Chorizo, womit habe ich das verdient? Ich habe dir nur Krokodilfleisch gegeben und er bringt mir ja super viele Geschenke. Nicht schlecht, Chorizo. Yo! Geil, damit kann ich meine Familie ernähren. Was ist hier? Hier nehmen wir alles mal mit. Schatzsuche, Aufklärungsberichte. Du hast hier überall was versteckt, ha? Du kleiner Guerriero. Ah, hier ist auch noch was. Kluger Junge. Digga, ich hab grad einfach irgend so random Schlüssel geklaut. Warum nicht? Ein paar Persus. Sollte einfach sein, den Ausflug in den Saurierpark zu verkaufen. Ein Saurierpark? Boah, da wäre ich jetzt auch gerne dabei. Ich hab Bock auf Parks. So ein Freizeitpark. Du warst ja richtig fleißig, was? Hast du noch irgendwas hier? Ah, da. Danke. Mierda. Du bist einfach zu gut. Oh, nochmal Schießpulver. So, und hier ist noch was? Weiß Fili davon? Was sag ich hier eigentlich? Wahrscheinlich hat er dir geholfen, den ganzen Kram zu stehlen. Ja, das glaube ich auch. Gracias, Chorizo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ist er jetzt mein Kompon, ne? Ich will das kurz wissen. Are you my Kompane? Amigos. Ja, Chorizo. Chorizo bezeichnet unwirrlichen Charme einsetzen, um Gegner abzulenken, damit du dich für Überraschungsangriffe an ihnen vorbeischlagen kannst. Okay, und er kann auch noch ein paar Fähigkeiten freischalten. Das ist geil, das ist geil. Gut.